Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen im Haus mit dem Rosensofa. Ich möchte euch heute eine tolle Seite vorstellen, Aprilsonne und ein kostenloses Schnittmuster von der Baskenmütze Emma, die durchaus Anfänger geeignet ist und blitzschnell genäht. Viel Spaß! So, hier seht ihr die Seite von Aprilsonne, das ist eine Jimdo-Seite, aprilsonne.jimdo.com, und da kommt ihr am besten über die Facebook-Seite hin. Wenn ihr nun nicht bei Facebook seid, dann findet ihr das hier. Und da findet ihr die Home-Seite, dann gibt es einen Shop. Sie hat nichts im Archiv quasi, im Lager, sondern sie näht auf Anfrage. Also ihr könnt euch da melden, wenn ihr was genäht haben möchtet, und dann näht sie das extra für euch. Dann gibt es hier eine Über-mich-Seite, das finde ich immer ganz spannend. Und dann findet ihr hier als letztes die Freebooks und Tutorials. Und da ist gleich unsere Baskenmütze Emma. Und dann gibt es den Blog, und den findet ihr auf Facebook. Und hier seht ihr die Facebook-Seite. Wenn ihr bei Facebook seid, dann hinterlasst doch bitte ein Gefällt mir hier. Hier findet ihr die Freebooks gerade ziemlich weit oben, oder das ist der neueste Post. Einfach auf die Bilder klicken, und dann ist hier rechts, taucht dann der Link zur Dropbox auf. Und da gibt es ganz viele verschiedene schöne Sachen. Findet ihr die Zugluft? Ach, das ist eine Bettschnecke. Ich habe gedacht, das ist eine Zugluftschlange. Hefthüllen in verschiedenen Größen. Dies ist eine Jura-Bag für zum Beispiel Schönfelder Gesetzestexte. Wer da Interesse hat, Wäscheklammerbeutel. Also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Schöne Sachen, wie man einen Reißverschluss schön einnäht. Die sind wirklich süß. Der hat hier unten so kleine Wellen, und da gibt es auch noch einen passenden Rock dazu. Also gerne mal drauf gucken. Und ich gehe jetzt an den Nähtisch. Hier seht ihr das Schnittmuster. Dieser Strich hier ist eine Kante, die ihr abschneiden könnt. Da liegt der Stoff im Stoffbruch. Also es geht im Prinzip um diesen Halbkreis. Den habe ich ja schon einmal ausgeschnitten und habe hier außen schon mal die Nahtzugabe dazu gegeben. Könnt ihr sehen, das ist dieser Strich. Ich habe mir 1 cm Nahtzugabe dazu gegeben. Und dann habe ich vergessen, dass ich hier drin auch noch eine Nahtzugabe brauche. Also habe ich es nochmal ausgeschnitten. Es war ein bisschen umständlich. Und so ist mein Schnittmuster fertig. Also ihr müsst hier außen Nahtzugabe zugeben, hier innen Nahtzugabe zugeben. Hier am Stoffbruch gibt man keine Nahtzugabe dazu. Und dann müsst ihr noch euer Bündchen ausrechnen. Mein Kopfumfang, also der Kopfumfang des Kindes, ist 51 cm. Das nimmt man mal 0,7. Dann hat man 35,7 cm. Ich habe jetzt Bündchenstoff, dann ist es 0,7, sonst ist es bei Jersey 0,8. 2 cm Nahtzugabe dazu, 37,7 cm, das runde ich auf 38. Und da das nicht so ganz schmal sein soll, weil wir es gerade kalt haben, 38 mal 12. Zwar legt ihr einfach die Stoffe rechts aufeinander. Das ist jetzt hier bei diesem Stoff gar nicht so einfach zu sehen, wo rechts ist. Ich gehe mal, also die schönen Seiten gucken sich an. Ein bisschen feststecken. So, das ist ja Jersey oder dehnbarer Stoff. Um das zu nähen, nehmt ihr am besten einen Overlock-Stich bei eurer normalen Maschine oder einen dreifachen Gradstich. Ich habe jetzt auch eine Overlock-Maschine hier, über die ich mich sehr freue. Das ist wieder eine Brother-Maschine, die 1034D. Und wer sich jetzt wundert, dass ich mit weißem Garn nähe, ja, mit dem Umfädeln habe ich es noch nicht so. Da bin ich noch im Üben. Ich habe die Maschine noch nicht so furchtbar lange, und man sieht die Naht hinterher sowieso nicht. Also wundert euch gerne, ich nähe diese Mütze jetzt mit Weiß. Und zwar näht ihr einmal ganz drumrum. Fangt irgendwo an, näht einmal ganz drumrum. So, genäht ist das. Das könnt ihr erstmal zur Seite legen. Ihr euer Bündchen, da guckt ihr, was außen ist. Das ist meine Außenseite. Rechts auf rechts zusammenlegen. Und hier einmal runternähen. Sieht so aus. Jetzt zusammenklappen. Und jetzt sucht ihr euch die 4 Punkte, die ihr immer beim Bündchen braucht. Den Punkt gegenüber von der Naht. Einmal suchen, und wenn ihr den habt, dann legt ihr die beiden Punkte, also mit einer Nadel stecken am besten. Und dann legt ihr die beiden Punkte aufeinander, und dann steckt ihr euch diese beiden Seiten. Das sieht jetzt so aus. Ich habe mir das einmal hier gesucht und einmal hier gesucht. Und die Mütze müsst ihr jetzt auf rechts drehen, dass die schöne Seite außen ist. Und jetzt wird das Bündchen
Also die einzelnen Punkte werden verbunden. Ich habe ja hier meine 4 Punkte, da meine 4 Punkte. Ich stecke die jetzt nacheinander zusammen. Also ich nehme jetzt erstmal, ich halte beides so, dass die unvernähte Kante unten ist und hier ist das die offene Kante. Das Bündchen kommt auf die Mütze. Und dann wird das hier zusammengesteckt. Und das mache ich mit jedem der 4 Punkte so. Das sieht gesteckt so aus. 12 Uhr, 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr. Jetzt habt ihr natürlich innen mehr Stoff als außen. Das ist eigentlich immer so beim Bündchen. Und jetzt wird beim Nähen, ihr fangt an einem Punkt an und dehnt diesen inneren Stoff so, dass der gerade liegt. Also der wird nicht gedehnt, nur das Bündchen wird gedehnt. Wenn ihr euch das so hinzieht, dann könnt ihr da drüber nähen bis zum nächsten Punkt. Dann lasst ihr das los, nehmt das nächste Stück, dehnt auch das wieder, bis das innere Stück gerade liegt. Und das macht ihr, bis ihr einmal ganz drum herum genäht habt. Zweite Naht ist auf der gleichen Seite wie die erste Naht. Jetzt umdrehen. Und ihr habt eine Mütze. Und die sieht toll aus. Ich würde das auf jeden Fall bügeln, damit die, dann ist es hier noch glatter, dann sieht es einfach noch schöner aus. Und jetzt fehlt natürlich noch die Deko. Guckt, wo ihr eure Naht hinten habt und macht gegenüber hier oben irgendwie, wenn ihr mögt, ein paar Knöpfe hin, wie in der Anleitung oder ein Blümchen aus Jersey. Ich habe ja diese Mütze komplett aus Jersey genäht. Diesen Teil könnt ihr auch aus Baumwolle nähen. Das braucht kein dehnbarer Stoff zu sein. Ja, ich werde das jetzt noch ein bisschen dekorieren und zeige euch das dann gleich nochmal. So, ich habe mich für einen Motivknopf entschieden. Ich denke, da freut sich meine 3-jährige Nichte drüber. Und damit ist die Mütze auch schon fertig. Also nicht zu viel versprochen, blitzschnell genäht, Nähanfänger geeignet. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr nachnäht, freue ich mich wie immer über Bilder auf der Facebook-Seite. Und bis zum nächsten Mal.